Hallo ihr Lieben, ich will euch heute in dem Video mal meine neue Kollektion vorstellen. Ja, weil das quasi noch aussteht, das Video. Ich denke, einige von euch werden das schon mitbekommen haben, sei es durch den Livestream oder durch das letzte Video oder die letzten beiden Videos, wo ich auch ein bisschen was aus der neuen Kollektion verwendet habe. Und zwar habe ich wieder Figürchen erstellt zum Thema Bauernhof sozusagen und habe da so verschiedene Artikel sozusagen designt. Erstmal kurz vorab, also diejenigen unter euch, die noch einen von den Arktis-Blöcken wollten, das war ja die Kollektion von vergangenem Winter sozusagen, da gibt es jetzt auch wieder genug Nachschub, also wer sich davon noch was sichern möchte. Und ansonsten, wie gesagt, ist auch die neue Kollektion seit einigen Wochen online. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Papier im Einzelnen aussieht. Und zwar sind hier auch wieder 34 Blätter drin, also 17 Designs in der Größe 21 x 21 cm. Also das heißt, jedes Design ist hier praktisch doppelt enthalten. Und was ihr natürlich auch noch machen könnt, zum Beispiel jetzt bei dem Cover, könntet ihr hier die einzelnen Figuren auch nochmal ausschneiden und dann auch nochmal als Elemente, als Verzierungselemente für euer Flipbook oder euer Projekt oder was auch immer benutzen. Also das nur so als kleiner Tipp am Rande. Ansonsten, wie gesagt, jedes Papier ist doppelt vorhanden. Wir haben hier einmal das Motiv mit Sternen und dem kleinen Küken. Dann haben wir hier ein schlichtes Papier, einfach nur mit Punkten. Mir ging es halt vor allen Dingen darum, dass man die Papiere auch gut miteinander kombinieren kann. Weil zum Beispiel das Papier mit den Küken wirkt doch sehr unruhig, auch wenn ich es sehr schön finde. Aber ich finde, es braucht nun mal auch ein schlichteres Papier zwischendurch, um es einfach sinnvoll miteinander kombinieren zu können. Dann haben wir hier wieder ein bisschen unruhigeres Motiv, aber ich finde es trotzdem total niedlich. Ich musste das einfach mit aufnehmen. Und zwar sind hier so kleine Schäfchen, ganz viele weiße Schafe und zwischendurch immer mal so ein paar schwarze Schafe. Dann haben wir das Papier, an sich auch ein sehr schlichtes Papier, aber es ist tatsächlich sogar eins meiner Lieblingspapiere aus dem kompletten Set. Ich mag die Farbkombination einfach sehr gerne mit dem Beige und dem Pastellgrün oder Jadegrün. Dann habe ich das hier mit den Schweinchen und so Glücksklee im Hintergrund. Dann habe ich das hier, das mag ich auch unheimlich gerne, so vom Aufbau her. Die Tiere einfach nicht in bunt, sondern quasi, ja, so ein bisschen, also kategorisch zwischen Hintergrundpapier und Motivpapier. Es ist irgendwo so thematisch dazwischen. Ich finde, das kann man ganz gut kombinieren. Dann habe ich mich mal entschieden, auch asymmetrische Motive mal aufzunehmen. Also das heißt, wo man ein Element hat und wo das nicht irgendwie gespiegelt ist oder immer wieder sich wiederholt. Finde ich auch, lässt sich ganz gut anwenden für kleinere Sachen, wenn man das Ganze zurechtschneidet. Man kann es natürlich auf ganz viele verschiedene Arten zurechtschneiden. Oder man kann natürlich auch das hier als Hintergrundpapier verwenden, um es mit den unruhigeren Motiven sozusagen zu kombinieren. Also ich finde, so Art von Motivpapier lässt sich sehr vielseitig einsetzen. Dann habe ich das Papier hier noch mit den Hasen, die einfach so in alle Richtungen schauen. Also das heißt, das ist so ein Papier, das kann man egal wie rumdrehen und es ergibt irgendwie immer Sinn. Dann hier wieder ein bisschen ein ruhigeres Motiv zum Kombinieren, einfach mit den Kleeblättern. Dann habe ich das Motiv hier, und zwar einfach mit den drei Figuren, also dem Hasen, dem Schäfchen und dem Küken. Ich muss sagen, das Papier erinnert mich besonders an Babyalben. Also ich finde, man kann das Papier auch ganz gut für Babyalben benutzen zum Beispiel. Dann haben wir hier noch das Schäfchen, auch wieder so als Akzent quasi. Wie gesagt, entweder ihr könnt es euch zurechtschneiden und das dann hier irgendwie als Akzent, als Fokuspunkt benutzen. Oder ihr könnt den oberen Teil zum Beispiel auch als schlichtes Hintergrundpapier benutzen zum Beispiel. Dann hier wieder das Motiv. Das ist dasselbe vom Motiv her, was wir vorhin schon gesehen haben, nur mit anderen Farben. Dann haben wir hier den Hasen nochmal mit dem Glückskleeblättern sozusagen im Hintergrund. Also ich mag die Kombination, wie gesagt, von den beiden Farben mit dem Beige und dem Jadegrün mag ich unheimlich gerne. Dann haben wir hier schließlich noch die Kühe mit Herzgirlande sozusagen im Hintergrund. Und hier auch wieder ein schlichteres Hintergrundmotiv, einfach beige Sterne auf gelbem Hintergrund. Und dann habe ich hier, wie auch schon beim letzten Papierset, noch so Karten sozusagen, die man sich separat ausschneiden kann. Und zwar einmal diese Motive hier und hier unten auch ein Spruch dabei. Weiße Schafe kann ja jeder,
mit dem schwarzen Schaf. Ich finde das mit dem schwarzen Schaf total niedlich. Wie gesagt, ist alles doppelt drin von den Papieren her. Und dann habe ich schließlich noch diese Karten hier. Und zwar hier einmal mit der Kuh, dann hier ist sau cool und hier unten Schwein gehabt mit einem kleinen Glückskleeblättchen dabei. Und ja, das war die Papierkollektion. Wie gesagt, 34 Blätter, also es ist wirklich mehr als genug Papier in der Kollektion enthalten. Da kommt man schon von den Projekten her eine gute Weile mit hin. Dann habe ich davon auch noch Sticker gemacht. Also ganz ähnlich wie auch bei dem Abenteuer Arktis Release, da gab es ja auch die großen Sticker. Und zwar sind die hier wieder doppelt drin, also das heißt, ihr habt die Motive oder die Sticker alle doppelt drin. Und zwar habt ihr einmal eine große Version immer und eine kleinere Version. Ich finde, die Sticker lassen sich immer sehr gut für Scrapbook-Alben zum Beispiel mit dem Papier kombinieren oder auch wenn ihr irgendwie Grußkarten machen wollt und ihr wollt jetzt nicht selber irgendwie Stempel kolorieren, finde ich, kann man das ganz gut damit machen. Dann habe ich hier auch wieder die Mini-Sticker von der Papierkollektion. Also für diejenigen, die sehr gerne zum Beispiel Resin machen. Allerdings müsst ihr halt beachten, das sind Papiersticker, also das sind keine irgendwie Plastiksticker, das sind Papiersticker, die aber keine weiße Outline haben. Also das haben die großen Sticker auch nicht. Wie ihr seht, man kann das hier so abhielen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und ihr habt da auf jeden Fall eine rein schwarze Outline sozusagen. Sind auch immer jeweils in zwei verschiedenen Größen drin. Die Mengen sind immer ein bisschen unterschiedlich. Ich habe es halt einfach so gemacht, dass ich so viele Motive quasi wie möglich auf ein Sheet gequetscht habe. Und ansonsten sind immer große Sticker und kleine Sticker kombiniert. Und ja, das sind auf jeden Fall die Mini-Sticker, die es gibt. Wie gesagt, es sind Papiersticker, also wer die ins Resin gießen will, muss die vorher noch entweder lackieren oder einlaminieren oder irgendwie sowas in der Art. Und dann habe ich jetzt noch als Produktneuheit sozusagen erstmals ein Ephemera-Pack in meine Produktlinie sozusagen aufgenommen. Jetzt erstmal nur zu meine kleine Farm. Und zwar sind die Die-Cuts auch alle doppelt in dem Ephemera-Pack enthalten. Und zwar haben wir hier einmal die Kuh, also einfach so als Kopf sozusagen, dann noch so ein paar Sprüche, wenn man das so nennen kann. Also einmal Mäh, habe ich mir gedacht, Mu. Es ist natürlich jetzt nur sehr simpel, aber ich finde, das sieht immer ganz lustig aus, wenn man das irgendwie zu den Tierchen dazu klebt. Also Oink Oink haben wir noch. Dann haben wir noch Herzen in drei verschiedenen Größen. Also ich habe hier einmal so ein kleineres Herz, ein mittleres Herz und ein größeres Herz. Dasselbe auch wieder mit den Sternen. Die passen natürlich zur Kollektion. Also wer sich erinnert, zum Beispiel die Sterne sind ja hier bei dem Papier hier aufgetaucht. Und das passt natürlich dann sowohl farblich als auch von der Form 1:1 dazu. Dann haben wir noch die Kleeblätter. Die finde ich auch sehr süß, vor allem wenn man das mit dem Schweinchen kombiniert. Einmal in klein und einmal in groß. Dann habe ich noch so Blumen. Also das könnte man natürlich trotzdem auch noch als Kleeblatt interpretieren. Dann habe ich hier noch eine Blume und hier noch eine pinke Blume. Dann habe ich das hier noch. Und zwar habe ich hier mal einen Spruch noch mit eingebaut, wenn man das so nennen kann. Piep, piep, piep hat mich lieb. Es ist ein bisschen doof, wenn man es laut ausspricht, aber ich finde, so geschrieben sieht das ganz niedlich aus. Und sowas kann ich mir auch besonders gut vorstellen, wenn man das irgendwie zu einem Foto irgendwie dazuklebt oder sowas. Dann habe ich diese Motive hier noch. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Badges oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Auf jeden Fall fand ich die total süß, wo die Motive quasi nochmal so einzeln drauf sind. Da haben wir hier einmal den Hasen, hier haben wir das Schweinchen, dann hier das Küken. Dann haben wir hier nochmal die Kuh und hier das Schäfchen. Und was auch noch unbedingt in das Ephemera-Pack für mich rein musste, ist das schwarze Schaf. Ich fand das so süß. Ich finde, das musste da unbedingt rein. Und genauso musste auch unbedingt noch ein Zaun mit rein. Ich finde, wie gesagt, das Ephemera-Pack, es lässt sich wunderbar kombinieren mit dem Papier. Man kann damit sehr schöne, diverse Projekte auch machen. Deswegen fand ich das ganz cool als Idee, das noch ins Produktsortiment mit aufzunehmen. Und wie gesagt, die ganzen Die-Cuts sind jeweils alle doppelt in dem Ephemera-Pack enthalten. Ja, das waren also die Produkte sozusagen aus der neuen Kollektion Meine kleine Farm. Was jetzt auch noch als Produktkategorie neu hinzugekommen ist in meinem Lavanda-Shop, sind die Digi-Stamps. Und zwar könnt ihr dort
digitale Stempel erhalten. Das sind jetzt zum Beispiel Versionen, die ich selber ausgedruckt habe und mit dem Plotter ausgeschnitten habe. Also so könnte das Ganze zum Beispiel aussehen, wenn ihr das irgendwie ausdruckt. Ihr könnt das euch natürlich auf die gewünschte Größe ziehen, wie groß oder wie klein ihr das auch immer haben wollt. Könnt ihr euch ausdrucken und dann selber anmalen zum Beispiel. Ich weiß, viele von euch haben sich richtige Stempel gewünscht. Ich sitze da auch dran. Also ich bin da quasi dabei, das zu organisieren. Es wird allerdings noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, ich habe mir einfach gedacht, als Übergang ist das mit den Digi-Stamps vielleicht eine ganz gute Idee. Ich habe die meine kleinen Farmtiere als Digi-Stamps. Ich habe auch die aus der Abenteuer-Arktis-Kollektion und auch die Meerestierchen. Gibt's alles als Digi-Stamps bei mir im Shop zu erwerben. Also falls ihr da mal an irgendeinem Motiv interessiert seid, könnt ihr da ja mal vielleicht vorbeischauen. Und ja, ihr Lieben, das war's also auch zu meinem Shop-Update sozusagen. Ihr seht, es ist in der Zwischenzeit wirklich eine Menge hinzugekommen. Wie gesagt, ich habe auch ein paar alte Vorräte aufgestockt. Was es derzeit nicht mehr gibt, sind die Meerestierchen Sticker, aber ihr habt ja dann die Digi-Stamps, da bekommt ihr dann auch die kolorierte Version bei den Digi-Stamps dazu. Das heißt, wenn ihr an den Stickern interessiert seid, könnt ihr euch die einfach auf Etikettenpapier zum Beispiel selber ausdrucken. Und ja, entweder ihr müsst es dann halt von Hand ausschneiden oder wenn ihr einen Plotter habt, könnt ihr es natürlich auch automatisiert dann mit dem Plotter ausschneiden lassen. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die neue Kollektion gefallen und die Produkte. Wie gesagt, wenn ihr an irgendwas interessiert seid, der Link zu meinem Lavender-Shop findet ihr natürlich in der Infobox. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu lesen. Und ihr Lieben, damit wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kreativsein, beim Basteln und habt noch eine schöne kreative Woche. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!